Es wurde mal wieder eine Targeting-Option von Meta entfernt, die für uns Werbetreibende eigentlich extrem wichtig war. Und sie war vor allem für Werbetreibende in der Lead-Generierung sehr, sehr wichtig. Denn diese Targeting-Option hat dafür gesorgt, dass wir sehr qualifizierte Leads generieren konnten. Um welche Targeting-Option es dabei geht und was du jetzt in Zukunft machen musst, was das Targeting angeht, das werde ich dir jetzt in diesem Video verraten. Vor ein paar Monaten ist ein Kunde auf uns zugekommen, der gesagt hat, hey, ich brauche eine neue Werbekampagne für Thema XY. Haben wir gesagt, hey, kein Problem, richten wir die ein. So, dann sind wir ins Werbekonto gegangen und haben hier erstmal diesen roten Banner gesehen. Und da wurde dann gesagt, einige Optionen für das detaillierte Targeting sind nicht mehr verfügbar. Da dachten wir, okay, um welche geht es dabei? Haben dann hier draufgeklickt, haben uns den Artikel dazu durchgelesen und haben dann relativ schnell gesehen, es geht um den Ausschluss von detaillierten Targeting-Optionen. Ja, diese Targeting-Option wurde am 15. Juli abgestellt. Ja, und das ist die Targeting-Option, die ich gerade im Intro angesprochen habe, die für uns extrem wichtig war. Ja, denn wir konnten hergehen und konnten sagen, okay, unsere Werbeanzeigen sollen an bestimmte Personen nicht ausgespielt werden, zum Beispiel an Arbeitslose. Ja. Oder an Personen, die sich unser Angebot nicht leisten können. So, und dementsprechend konnten wir über den Ausschluss sehr, sehr gut steuern, wer bekommt unsere Werbeanzeigen zu sehen und vor allem eben auch, wer bekommt unsere Werbeanzeigen nicht zu sehen. Jetzt ist diese Targeting-Option weggefallen. Normal hast du die immer gefunden, wenn du ja, eine neue Kampagne erstellt hast. Wir gehen hier jetzt einmal schnell rein und hier unter Anzeigengruppe runtergescrollt bist. Und dann eben ja, hier zur ursprünglichen Anzeigen- oder Zielgruppe gegangen bist. Und hier unten hattest du dann eben diesen Punkt ausschließen. Ach so, das ist Custom Audience. Ich war schon verwundert. Ich war schon verwundert. Hier hattest du den Punkt. Ja, war kurz verwundert, aber ich war hier oben in Custom Audiences. Nein, aber hier unten hattest du dann eben den Punkt detailliertes Targeting und unter dem detaillierten Targeting hattest du eben den Punkt ausschließen. So, das ist jetzt weg. Ganz wichtig, das gilt jetzt erstmal nicht für bestehende Kampagnen. Die bestehenden Kampagnen laufen noch weiter bis zum 31. Januar 2025. Ja, die bleiben unberührt. Das heißt, da gilt der Ausschluss noch. So, wir haben zum Beispiel Kampagnen, wo eben genau das der Fall ist. Aber du siehst auch in den Zielgruppen, wo dann eben Ausschlüsse mit drin sind, wie zum Beispiel hier, ja, Ausschlüsse für das detaillierte Targeting werden am 31. Januar 2025 entfernt. Und gefühlt ist es sowieso so, dass Meta immer mehr Targeting-Optionen entfernen möchte, ja, oder entfernt. So, es fing damals an, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, wo sie gesagt haben, okay, diese detaillierten Targeting-Optionen werden ausgeweitet. Ja, früher hattest du bestimmte Zielgruppen, die waren sehr spezifisch und sehr genau. Ja, Meta hat dann aber dafür gesorgt, dass diese Zielgruppen nicht mehr so klein sind, sondern sie wurden vergrößert. Ja, dass jeder, der irgendwie mal ansatzweise mit diesem Thema zu tun hatte, schon in die Zielgruppe fällt. Ja, das war so quasi der erste Schritt. Das hier ist schon ja, ein weiterer Schritt. Und es kann durchaus sein, dass in Zukunft Meta hergeht und sagt, okay, ab jetzt fallen alle Targeting-Optionen weg. Ja, da habt ihr keine Chance mehr, irgendwas zu targetieren, sondern das läuft dann eben danach, wie wir das eben ausliefern. So. Metas Argument ist da, hey, wir haben genug Daten und wir spielen eure Werbeanzeigen nur an die Personen aus, die wirklich an eurem Angebot interessiert sind. Und das mag in gewisser Weise auch sein, allerdings vergisst Meta hierbei eine Sache. Diese Targeting-Option oder der Ausschluss von Targetings, ja, oder der Ausschluss von bestimmten Zielgruppen hat uns dabei geholfen, uns Werbetreibenden, die in der Lead-Generierung tätig sind, unqualifizierte Leute auszufiltern. Ja, wir konnten dann genau sagen, hey, wir wollen an diese Personengruppen unsere Werbeanzeigen nicht ausspielen. Und das hat einfach dafür gesorgt, ja, für eine Agentur, ich kann das eins zu eins sehen, das hat einfach dafür gesorgt, dass wir vielleicht mehr für ein Lead bezahlen, aber dass die Leads deutlich qualifizierter sind. Ja, da hatten wir unsere Targeting-Option, oder unsere Ausschluss-Targeting-Option, die total Sinn gemacht haben und die für unsere Kunden dann einfach dafür gesorgt haben, dass wir für unsere Kunden qualifizierte Leute reingeholt haben. Ja, oder qualifiziertere, als wenn wir diese Ausschlüsse eben nicht genutzt haben. So, und das ist ein Punkt, den Meta dabei einfach vergisst, weil der Ausschluss von Targeting-Optionen, ja, das zu entfernen, das hilft vor allem so Online-Shops. Ja, wenn wir hier in den Artikel schauen, dann steht hier eben auch,
Ja, wo haben wir es? Ein aktueller Test mit Werbetreibenden hat gezeigt, dass der Median der Kosten pro Conversion ohne Ausschluss von detaillierten Targeting-Optionen um 22,6% niedriger war als bei Verwendung von Ausschüssen. Ja, das heißt, es hat einfach dafür gesorgt, wenn die Ausschüsse eben nicht dabei sind, dass die Kosten pro Ergebnis deutlich günstiger waren. Und das ist für Online-Shops ist das zum Beispiel sehr sinnvoll, weil bei Online-Shops ist es so, wenn Verkauf stattfindet, ja, dann ist jeder happy. So, der Online-Shop-Besitzer bekommt sein Geld, der Kunde bekommt sein Produkt, Meta hat seine Conversion erzielt. Alles top. Ja, da kann ich verstehen, dass man da dann sagt, okay, da brauchst du keine Ausschüsse, weil Meta spielt so aus, dass maximal viele Conversions erzielt werden. In der Lead-Generierung ist das aber eben nicht der Fall. In der Lead-Generierung ist es so, dass eben auch Personen sich eintragen, die völlig unqualifiziert sind und die wir eigentlich über den Ausschluss ausgeschlossen hätten. Ja, und das ist so ein bisschen ein Problem. Es ist jetzt, wie es ist. Wir müssen quasi damit leben, beziehungsweise wir müssen jetzt schauen, wie machen wir in der Lead-Generierung zumindest das Beste daraus. Erstmal, wie gesagt, die bestehenden Kampagnen laufen weiterhin und die können auch weiterhin im Ausschluss laufen. Das heißt, bis zum 31. Januar musst du dich damit nicht beschäftigen. Ich denke mal, dann ab dem 1. Februar ist es so, dass diese Kampagnen nicht mehr ausgespielt werden. So. Aber wir können ja auch keine neuen Kampagnen mehr erstellen, wo diese Ausschüsse mit drin sind. Was heißt das jetzt für uns? Es gibt zwei Möglichkeiten, trotzdem dafür zu sorgen, dass man qualifizierte Leads reinholt. Punkt Nummer eins ist Targeting. Ja, dass man komplett über das Targeting geht, dass man Targeting-Optionen wählt, die vor allem eine, ich sag mal, hochwertigere Zielgruppe ansprechen. Ja, also das ist nicht wertend gemeint, sondern eher Personen ansprechen, die mehr Geld haben. Weil wenn wir in diesem Dienstleistungssektor sind, wenn wir Leads generieren wollen, dann ist es in der Regel so, dass wir die Leute erreichen wollen, die auch wirklich Geld haben, die sich unser Angebot auch tatsächlich leisten können. Es sei denn, das trifft nicht auf dich zu, dann kannst du sowieso mit deinem Targeting breiter gehen. Ja? Aber das heißt, Punkt Nummer eins, wir müssen hochwertigere Targetings nutzen, um qualifiziertere Leads zu generieren, ja? Um unsere Werbeanzeigen an wirklich die hochwertigen Leute auszuspielen. Punkt Nummer 1, Punkt 2, den ich da aber auch noch mit reinnehmen möchte, sind Lookalike-Audiences. Ja, das heißt, du nimmst deine Kundenliste, ja, zum Beispiel, wenn du 1000 Kunden hast, ja, oder 100, je nachdem. Aber es sollten mal mindestens 200 sein, weil ansonsten kann Meta die nicht zuordnen. Aber ja, wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500, 600, 700 Kunden hast oder 1000 oder weit darüber hinaus, lad deine Kundenliste in den Custom Audiences hoch. Ja, Meta ermittelt dann die einzelnen Kunden, ne? Also bei bestimmten Personen kann es nicht zuordnen, die dann in der Liste sind, bei bestimmten eben schon. Ne? Es müssen mindestens 100 gefunden werden und dann hast du schon mal eine gute Grundlage. Und auf der Grundlage kannst du dann eine Lookalike-Audience erstellen, die dann ausgespielt wird und dann musst du einfach mal testen, wie gut läuft die Lookalike-Audience. Ja? Wie gut ist die Qualität an Leads, die über die Lookalike-Audience reinkommt. So, und wenn du dann siehst, okay, die Qualität der Leads ist top, dann super Sache. Ja, dann kannst du natürlich weiterhin mit den Lookalike-Audiences arbeiten, weil die Lookalike-Audiences eben, naja, basierend auf den Kunden sind, die, ja, die du schon für dich gewonnen hast und dementsprechend sollte da auch die Qualität relativ hoch sein. Und Punkt Nummer zwei, wie du auch ohne Ausschluss dafür sorgst, dass du eine hohe Qualität an Leads generierst, ist über eine hochwertige Landingpage. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du eine hochwertige Landingpage hast, beziehungsweise einfach, ja, ein Funnel, ein Erstgesprächsfunnel, wo man sich einfach in dein Angebot einlesen kann. Wir machen das inzwischen so, dass wir mehr und mehr Kunden umswitchen vom Lead-Formular auf die eigene Landingpage. Ja, wir haben immer noch so, ich sag mal, 10, 20% unserer Kunden, wo wir das Lead-Formular nutzen, weil es in bestimmten Bereichen auch absolut Sinn macht. Ja, aber eben in einem Großteil der Fälle macht es am meisten Sinn, wenn man eine hochwertige Landingpage erstellt und darüber qualifizierte Leute reinholt. Weil eine hochwertige Landingpage ist ganz einfach, ja, ist ganz einfach dafür da, dass ein Kunde, ja, oder ein potenzieller Kunde sich mit dir und deinem Angebot beschäftigen kann. Er kommt auf die Landingpage, hat oben vielleicht ein Imagevideo, hat ein paar Bullet Points, du beschreibst das Problem nochmal genauer in der Tiefe, du zeigst, wie du das Problem löst. Du zeigst, was du für andere Kunden umgesetzt hast. Du zeigst deine Testimonials. Du zeigst Kundenreferenzen. Du hast vielleicht einen FAQ-Bereich und so weiter. Ja, all diese Punkte, all diese Faktoren sorgen dafür, dass ein Interessent
sich tiefer mit deiner Dienstleistung, mit deinem Angebot beschäftigt, ja, tiefer reingeht und dementsprechend auch qualifizierter ist. Jemand, der sich nicht ansatzweise für dieses Angebot interessiert, ja, der wird, weiß ich nicht, ganz oben auf der Landingpage vielleicht mal kurz lesen und dann sagen, hey, komm, interessiert mich nicht, gehe ich raus. So, das ist quasi Punkt Nummer zwei, ja, hochwertige Landingpage und du wirst dann dafür sorgen, dass du eine hohe Qualität an Leads reinholst. Und Punkt Nummer zwei, Punkt eins, sage ich jetzt einfach mal, ist ein, ja, ein Kontaktformular, in dem du filterst, in dem du gewisse Fragen stellst, ja, um einfach dafür zu sorgen, dass man sich noch mehr mit deiner Dienstleistung beschäftigt, dass man versteht, worum es geht. Aber es gibt bestimmte Personen, die kommen auf deine Landingpage und sagen, komm, trage ich mich schnell ein, klicken auf den Button. Wenn sie dann aber noch ein paar Fragen beantworten müssen, die sich natürlich mit deinem Thema beschäftigen und sie dann merken, ah, okay, das ist gar nicht das Thema, wofür ich mich interessiere, gehen sie raus. Und das ist auch gut so, weil diese Leute willst du nicht haben, ja? In der Regel zumindest. Und so kannst du dann eben auch über ein Kontaktformular mit bestimmten Filterfragen dafür sorgen, dass du eine hohe Qualität an Leads reinholst. Also das einmal zum Thema, ja, Ausschlüsse, warum die Ausschlüsse von Meta entfernt worden sind, beziehungsweise was du tun kannst, da die Ausschlüsse jetzt weg sind. Und falls du an der Stelle jetzt aber sagst, hey, ich will mich gar nicht in der Tiefe mit all diesen Themen beschäftigen. Ich brauche einfach nur eine hochwertige Landingpage, gutes Werbematerial und Kundenanfragen. Dann komm da gerne auf uns zu. All das erstellen wir nämlich für dich. Klick dafür auf den ersten Link in der Videobeschreibung und trag dich auf unserer Webseite für ein unverbindliches Erstgespräch ein. Ich freue mich von dir zu hören und wenn du jetzt noch wissen willst, was du tun musst, damit deine Facebook-Ads nie wieder einbrechen, dann klick mal in das Video hier neben mir.